Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am 19. Oktober 2018, Freitagabend, der Sabbat hat angefangen, habe ich mich hier eingefunden für die nächste Lesung von Karl Theodor Griesinger. Ich habe jetzt ein bisschen vergessen nachzuschauen, wievielte das ist. Das müsste wohl inzwischen die sechste Lesung in diesem neuen zweiten Band sein. Den haben wir ja letztes Mal abgeschlossen mit einem ganz schönen Knall, ne? Wo es da ging um den Fall von Lavalette und wo die Jesuiten gezwungen wurden durch das Gericht in Frankreich, um ihre Verfassung öffentlich zu machen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich darüber auch in Code World Babylon gelesen hatte und ich habe mir das mal eben, bevor wir jetzt anfangen mit der Buchlesung, weiter rausgesucht, weil wir fangen ja in einem... Entschuldigung. Wir fangen ja in dem Buch in Code for Babylon, wollte ich gerade sagen. Nee, das lese ich nicht auf Deutsch, das gibt's noch nicht. Auf Deutsch. Wir fangen ja jetzt im zweiten Band mit dem fünften Buch an. Da werde ich dann auch gleich loslegen, das ist auch sehr interessant. Aber ich möchte mal eben zurückgehen und möchte euch, die ihr vielleicht das Buch Code for Babylon für Piddy Stewart habt, möchte ich einen kleinen Tipp geben. Ich werde mal eben das Bild hier mit reinnehmen. Warte mal, Code for Babylon, das müsste ich doch hier irgendwo haben. Ne? Wo ist denn C hier? Code Word Babylon hier. Da gibt es da auch sicher den Banner von dem Buch hier irgendwo mit drin. Ah, das sind nur die ganzen Banner, die Brett gemacht hat für das Video. Aber hier sieht man, das ist das Buch. Ne? Und das seht ihr. Und das habe ich ja mit Brett Norman ganz gelesen, diesen ersten Teil. Der heißt 666, Gefahr im Vatikan, die Söhne Loyolas und ihre Pläne für Weltdomination, also die Dominierung der Welt. Und ich habe mal eben gerade reingeguckt, hier auf Seite 22 lesen wir hier, ich werde es mal eben original vorlesen und dann probieren zu übersetzen. Da geht es um den Fall der Catherine Cardière, da hatten wir ja im ersten Band drüber gesprochen, mit ihrem Jesuitenkonfessor Jean-Baptiste Girard. Ja? Hier steht also in 1731, the French public was treated to yet another scandal involving 23-year-old Catherine Cardière, who accused her Jesuit confessor Jean-Baptiste Girard of seduction, spiritual incest, witchcraft and the heretical doctrine of quietism. The Cardière affair revived in long-held fears that the Jesuit order was a foreign body penetrating the Gallican Church and the Crown. Auf Deutsch übersetzt heißt das ungefähr: In 1731 wurde die französische Öffentlichkeit verwöhnt, kann man jetzt beinahe sagen, mit einem weiteren Skandal der Jesuiten mit der 23 Jahre alten Catherine Cardière, die ihren jesuitischen Beichtvater Jean-Baptiste Girard anklagte von Verführung, von spirituellem Inzest, von Witchcraft, also Hexen, Hexentum, wie auch immer man das jetzt, Hexerei, und die heretische Doktrin von Quietism, also von Verschwiegenheit. Die Cardière-Affäre hat die lang gehaltenen Ängste wieder aufleben lassen, dass, Zitat, der Jesuitenorden ein ausländischer Körper ist, der die gallische Kirche und die Krone unterwandert, also penetrating. Penetrating heißt, ja, durchbohrt, da eindringt. Penetrating ist eindringen, der also in die gallische Kirche und in die Kirche eindringt. Und dann geht es weiter und sagt, they faced further scandal in 1761 due to the now famous Lavalette lawsuit of 1759. Also weiter wurden sie bekannt gemacht in einem Skandal von 1761 aufgrund des berühmten Lavalette-Gerichtsverfahrens von 1759. Und da geht der Autor jetzt genau auf das ein, was wir letztes Mal gelesen hatten in dem Buch von Griesinger. Und das ist doch für kleine anderthalb Seiten, dass man diesen Teil vielleicht mal lesen sollte. Und es ist ja auch schön, dass man jetzt hier aus Code Word Babylon Dinge sieht, die wir von Griesinger lesen, weil Code Word Babylon erschien Anfang der 2000er Jahre und Griesinger sein Buch erschien Mitte des 19. Jahrhunderts, 1866. Und wir sehen, wie dieselben Fälle da angeführt werden und welche Brunnen hier angeführt werden, von zum Beispiel jetzt hier dem P.D. Stewart, dem Autor von Code World Babylon,
Über die Carnal Quietism, ja, das ist genommen aus Catherine Cadier Affair, 1731, 18. Jahrhundert, Studien, Band 39, Nummer 2, Winter 2006, und dann steht dann noch bei, wer das herausgegeben hat. Und noch andere, hier zum Beispiel auch A Glimpse of the Great Secret Society, also ein kurzer Blick auf die große geheime Gesellschaft, Seite 79 von Charlotte, in einem Report zum Parlament von Bretagne. Und noch ein anderes Buch hier, das geschrieben wurde über die Bankruptcy, also den Bankrott von Vater Lavalette. Da gibt also der Autor hier verschiedene Brunnen an, und er bezieht sich noch nicht mal auf das, was wir jetzt gelesen hatten in Griesinger. Also, von daher wollte ich mal eben sagen, schön, wenn man solche verschiedenen Bücher liest und dann dieselben Geschichten da wieder ankommen. Natürlich wird bei Coldwell Babylon werden andere Schwerpunkte gelegt auf die Erzählung der Geschichte, als die wir bei Griesinger jetzt gelegt haben. Aber die ganze Geschichte von Lavalette und wie durch seinen Bankrott die französischen Gerichte die Geheimorganisation der Jesuiten dazu zwangen, ihre Verfassung offenzulegen, ist schon ein wunderbarer und interessanter Fall. Und deswegen möchte ich jetzt gerne fortfahren in dem Buch. Und zwar in dem Buch, wie gesagt, in dem ersten Kapitel des fünften Buches, wie es jetzt hier heißt. Ne, das hat den Titel Die Ehrlichkeit der Jesuiten oder Die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt. Ja, mal hier, so. So kann man das besser lesen. Ja? Die Ehrlichkeit der Jesuiten oder die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt. Das fängt an, drei Seiten vorher, auf Seite 122 oder 121. Wir sind jetzt auf Seite 124, das erste Kapitel. Nur bevor wir das erste Kapitel lesen, da habe ich noch ein kleines Leckerli. ein kleines, ja, was zum Naschen. Was für die geistige Erbauung. Und zwar geht es hier um einen Liedertext, der am Anfang dieses Kapitels steht, aber das ist so schwer zu lesen, da habe ich das einfach abgetippt in unsere heutige Sprache, also besser gesagt in unsere heutigen Buchstaben. Und das möchte ich euch jetzt mal eben vorlesen. Das ist ein altes Soldatenlied, also macht euch da selber eine Melodie zu, ich lese nur den Text vor. So fängt der Band 2, das fünfte Buch von Theodor Griesinger von 1866 an. Er sagt: Ich hab's euch gesagt, ihr habt's gehört, wir sind gewesen lang betört, dass Lug und Trug so breit sich macht, die Schwarzröck haben's dahin gebracht, denn Wahrheit mögen's leiden nit, ist wider ihren Brauch und Sitt. Vivat Ignatius! Wo sich der Teufel steckt ein Ziel, da haben die Schwarzröck Hand im Spiel, und wo man ihn mit Spott und Hohn ersäuft, da laufen sie davon. Denn Wahrheit mögen's leiden nit, ist wider ihren Brauch und Sitt. Vivat Ignatius! Auf, Landsknecht, Gut und Reitersmut, auf, haut entzwei die schwarze Brut! Erst muß sie treffen, göttlich Rach, soll oben stahen die gute Sach. Die Wahrheit mögen's leiden nit, ist wider ihren Brauch und Sitt. Vivat Ignatius! Ein altes Soldatenlied. Und damit fangen wir die Lesung in dem ersten Kapitel, der ewige Kampf der Söhne Loyolas mit der übrigen katholischen Geistlichkeit, an und verabschieden uns von dem Fall Lavalette und der gezwungenen Veröffentlichung der Jesuitenverfassung im 18. Jahrhundert. Ich habe übrigens keine Zeit gehabt, hier jetzt irgendwas vorzulesen, wobei ich bei den anderen ja immer hier und da schon mal eine Seite vorbereitet hatte. Habt ihr ja gesehen, dann habe ich bestimmte Ausdrücke aufsuchen können oder sowas. Das konnte ich bis jetzt nicht. Das werden wir dann heute hier, wenn das nötig ist, live tun müssen. Ja? Also, der ewige Kampf der Söhne Loyolas mit der übrigen katholischen Geistlichkeit. Also der ewige Kampf der Söhne Loyolas mit den übrigen Mönchsorden. Benediktiner, Franziskaner, Augustiner, wie sie alle heißen. Franziskaner und so weiter und so weiter. Die geschlechtlichen Ausschweifungen, denen sich so viele Söhne Ignatius hingaben und besonders die Raffiniertheit, mit der sie derlei Genüsse zu steigern wussten, schlugen, wie wir im dritten Buche zeigten, ihrem Ansehen tiefe Wunden. Noch mehr schadete ihnen die grenzenlose Wut und Gier nach fremder Leute Geld und Gut, wobei sie selbst die niederträchtigsten Verbrechen nicht scheuten, wenn dieselben nur
zum Ziele führten. Der Zweck rechtfertigt oder heiligt die Mittel. Jesuitisches Motto. Am meisten jedoch trug zu ihrem Untergang der Kriegsfuß bei, auf welchen sie sich mit den übrigen katholischen Geistlichen und Ordensleuten stellten, denn es entstand dadurch ein fast unversöhnlicher Hass und kein Teil wollte ruhen, als bis der andere vernichtet sei. Woher nun aber dieser Kriegsfuß und warum diese ewige Befehdung der priesterlichen Kollegen? Einfach daher, weil die Söhne Loyolas sich für weit bevorzugtere Diener des Herrn hielten als die anderen Ordinierten. Sie waren ja, wie schon ihr Name sagte, die Genossen Jesu, die Kompanie Jesu. Sie, seine Streiter und Kriegskameraden, befehligte er unmittelbar als Feldobrist. Ihnen, seinen Lieblingen und Auserkorenen, hatte er den Hauptschlüssel zur Himmelspforte anvertraut. Oder vielmehr, der Himmelspförtner Petrus hatte von ihm Befehl, niemand in den Saal der ewigen Seligkeit einzulassen, der nicht einen Reisepass von den Söhnen Loyolas ausweisen konnte. Das waren die Grundsätze, von denen die Jesuiten ausgingen, und weil sie demnach alle anderen Priester, besonders die in Mönchskutten, für lästige Konkurrenten ansahen, so mussten sie dieselben notwendig bekämpfen, denn nur durch den Kampf gelangt man zum Siege. Man darf aber deswegen doch durchaus nicht glauben, dass die Herren Patres da, wo sie sich festzusetzen suchten, gleich von Anfang an mit diesen Grundsätzen ans Tageslicht getreten seien. Im Gegenteil waren sie schlau genug, überall, wohin sie erstmals kamen, die tiefste Demut, die schüchternste Bescheidenheit, die untertönigste Untertänigkeit zu zeigen, und zwar gegenüber sowohl den weltlichen als auch den geistlichen Behörden. Waren sie aber einmal so weit, hatten sie es dahin gebracht, dass die Bischöfe und Fürsten oder sonstigen Großen eines Landes zu ihnen standen und sie in Gründung eines Etablissements unterstützten, dann begannen sie mit ihren Operationen und in aller Stille, ganz unter der Hand, wurde den hohen Herren die Überzeugung eingetrichtert, dass der Jesuitenorden ganz unvergleichliche Vorzüge vor den übrigen Orden habe. Wir allein, flüsterte man den Hochstehenden zu, wir allein, die Jesuiten allein, haben die rechte Weise in Erziehung der Jugend. Wir nur bringen ihr den richtigen Untertanengeist bei, wir nur diejenige Ehrfurcht vor Religion und Staat, dass dabei die päpstliche Priesterschaft und die königliche Unumschränktheit gedeihen kann. Wo aber unsere Kollegien und Seminarien nicht florieren, wo der Unterricht bisher anderen Religionen als uns anvertraut war, da kam auch überall das Gift der Ketzerei auf und mit der Ketzerei der Geist der politischen Unruhen, der Empörungssinn, die Rebellion selbst. Mit solchen Reden suchte man die Vornehmen und Gewaltigen kirre zu machen. Und es gelang auch in den meisten Fällen. Noch leichter fiel es den frommen Patribus, der gläubigen Menge die Ansicht beizubringen, dass der Orden Jesu die sämtlichen übrigen religiösen Vereine und Stiftungen bei weitem überstrahlte. Ja, dass er sogar das sämtliche Gut und Nützliche jener anderen Vereine und Stiftungen in sich vereinige, denn die sämtlichen älteren Mönchsorden hatten zur Zeit der Entstehung des Jesuitismus, wie wir im ersten Buch schon gesehen haben, in der Achtung beim Volke unendlich viel eingebußt, und die Söhne Loyolas scheuten sich natürlich nicht, diese Einbuße durch Einflüsterungen, böse Nachreden und Verleumdungen aller Art noch zu vermehren. Sie, die Jesuiten, mussten ja notwendigerweise dabei profitieren, wenn alle anderen Mönche verloren. Warum sollten sie also diese nicht schlecht machen? Warum nicht alle ihre Fehler aufdecken? Warum ihnen nicht noch andere andichten, welche sie gar nicht hatten? Wenn aber diese im Stillen Verleumdeten hiervon erfahrend es wagten, sich zu verteidigen oder gar Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ja, dann hervor grobes Geschütz, hervor mit Lanze und Schwert und so lange zugeschlagen, so lange zugestoßen, bis der Feind zu Tode getroffen war und weder die Zunge noch ein anderes Glied mehr rühren konnte. Also behielten es die Söhne Loyolas gegenüber von ihren Kollegen, und ich könnte nun ganze Folietanten von Streitigkeiten auffüllen,
anfüllen, welche sie teils mit weltlichen Geistlichen, besonders mit Universitätsdoktoren und Bischöfen, teils mit mönchischen Brüdern, wie zum Beispiel den Dominikanern, den Kapuzinern, den Benediktinern und wie sie sonst hießen, hatten. Allein, den Leser dürften wohl derlei Erzählungen gar wenig interessieren. Und somit sei es mir erlaubt, nur die drei großen Hauptkriege der Jesuiten und auch diese nur summarisch, nicht mit genaueren Spezialitäten zu beschreiben. Welche waren aber nun diese drei großen Hauptkriege? Erstens der mehr als 100-jährige Kolonienkrieg. Zweitens der fast noch länger andauernde Handel mit der Sorbonne. Und drittens der schreckliche Kampf mit dem Jansenismus. Ja. Der mehr als 100-jährige Kolonienkrieg, also der Krieg über die Kolonien. Kolonienkrieg, muss man das, glaube ich, richtig aussprechen, nicht Kolonien, Kolonienkrieg. Domjörg, Entschuldigung. Der fast noch längernde Handel mit der Sorbonne, ja, die größte Universität in Paris. Paris, eine der wichtigsten Städte überhaupt, deswegen wurden die Jesuiten da ja auch gegründet. Und dann der schreckliche Kampf mit dem Jansenismus. Ja, über den schrecklichen Kampf des Jansenismus. Ich möchte da jetzt dem Autor nicht hervorlaufen und euch etwas erzählen, was dann nachher in dem Buch sowieso noch vorkommt. Ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht gelesen. Nur, der Jansenismus ist ein Feind des Jesuitismus gewesen und die Jesuiten wurden von den Jansenisten in der Französischen Revolution furchtbar gedemütigt und haben furchtbar von ihnen Schläge bekommen, möchte ich jetzt mal so salopp ausdrücken ein wenig. Und dafür haben sie sich gerecht, ja, bei den Janseniten. Und oder war es jetzt umgekehrt? Haben die den Janseniten? Sie haben sich bei den Janseniten, glaube ich, in der Französischen Revolution gerecht. Also wie auch immer, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich habe es letztens bei Tom Fress gehört, da könnt ihr auch sagen, Jörg, dann halt deinen Mund, wenn du es nicht mehr weißt. Lies einfach weiter, mach ich auch sofort. Aber ich habe letztens in der Sendung von Tom Fress darüber gehört, da hatte er, glaube ich, mit Bill Hughes drüber gesprochen, irgendwo in 2010, und hatte mir da einen Einblick in die Geschichte verschafft, die ich so auch noch nicht verstanden hatte. Von daher interessant, dass wir uns damit beschäftigen wollen, weil das ist einer der drei Hauptkriege, die der Autor hier mit uns in diesem Fall besprechen möchte. Und dann werden wir da jetzt mal weiterfahren. Ja? Der schreckliche Kampf mit dem Jansenismus, wie gesagt, das wird sich beziehen auf die Französische Revolution 1789. Ich habe dem Leser im zweiten Buche erzählt, sagt der Autor, wie es die Söhne Loyolas den Chinesen und Japanesen machten, zum Christentum überzutreten. Mit anderen Worten, wie das in China und Japan von den Jesuiten eingeführte Christentum eigentlich nichts anderes war als das alte chinesische und japanische Heidentum, nur mit etwas anderen Worten und mit einigen wenigen unanstößigen Neuerungen. Genauso übrigens, und das ist dasselbe Prinzip, wie es damals passierte im 4. Jahrhundert, als Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Römischen Reich erklärte. Also, dann wollen wir mal lesen. Da kommt hier ein Zitat, das sagt, so dachten die guten Patres, Proselyten zu bekommen, durch welche man zu Macht, Reichtum und Herrschaft gelangen kann, muss man ein Auge, ja, wenn's Not tut, sogar alle beide zudrücken. Warum also den Leuten ihre alten Bräuche und Gewohnheiten, zum Beispiel das Lanternenfest, das Fest des Phelo, die Anbietung des Konfuz und was dergleichen mehr ist, zu verbieten? Du lieber Gott, wenn wir dies täten, so würde es um unsere Bekehrungen schlimm stehen, und eher als nicht müssten wir dann das herrliche Land, wo es für uns so viel gute Weide gibt, über Hals und Kopf verlassen. Das waren die leitenden Grundsätze der Jesuiten am Ostende Asiens, und sie machten sich deshalb auch gar kein Gewissen daraus, die heidnischen Gebräuche mit christianisierten Namen als Mandarinenpriester gekleidet selbst mitzumachen. Insbesondere aber ermangelten sie nicht, dem Konfuzius dieselbe göttliche Ehre zu erweisen, wie die vornehmen Chinesen taten. Denn jeder große Philosoph und Religionsstifter sei ja, wie schon die von ihnen gelehrte Moral beweise, nichts anderes als ein Vorläufer Christi, und es gebühre ihm daher auch, in einer der ersten Plätze
Es gebühre ihm daher auch einer der ersten Plätze im christlichen Himmel. So stand es um die Jesuitenmission in Asien. Allein, da die Jesuiten selbst sich natürlich wohl hüteten, in Europa etwas von ihren eigentümlichen Bekehrungsmethode verlauten zu lassen, so nahm natürlich kein Mensch Anstoß daran. Im Gegenteil, die Herren Patres ernteten noch großes Lob wegen ihrer außerordentlichen Fortschritte und man pries sie allenthalben in der ganzen katholischen Christenheit als die einzigen zum Missionswesen tauglichen Priester. Weil den Leuten nicht bewusst war, was die Jesuiten unter Proselytismus verstanden. Weil die Leute nicht begriffen und nicht wussten, weil sie darüber nicht unterrichtet wurden oder weil sie darüber keine Nachrichten bekamen, wie die Jesuiten genau vorgegangen sind. Das wissen wir heute aus den Geschichtsbüchern, unter anderem von Griesinger aus dem ersten Band. Da reisten, fährt der Autor fort, im Jahre 1633 mit Erlaubnis ihrer Oberin, der Dominikanerpater Johann Baptist von Morales, sowie der Kapuzinermönch Anton von St. Maria nach China ab, um ebenfalls Neophyten zu machen. Und trotzdem die Jesuiten, sobald sie von der Sache erfuhren, ihnen alle nur erdenklichen Hindernisse in den Weg legten, gelang es ihnen doch, Zutritt im himmlischen Reiche zu erhalten. Ihre rastlosen Bemühungen führten sie sogar, obwohl allerdings erst nach Verfluss von mehreren Jahren, bis in die Gegenden, in welchen die Söhne Loyolas Häuser besaßen. Und sie hatten also sehr oft Gelegenheit, die von den Jesuiten bekehrten Chinesen zu sprechen, sowie dem jesuitisch-christlichen Gottesdienst beizuwohnen. Wie erstaunten sie nun aber nicht, als sie sahen, dass die Jesuitenpatres den von ihnen Bekehrten die Fortsetzung ihrer heidnischen Gewohnheiten gestatteten, als sie sich überzeugten, dass dieselben vom Konfuz göttliche Ehre erwiesen und ihm sogar eigenhändig Opfer darbrachten. Das waren grässliche Gräuel in ihren Augen und sie machten also den Jesuiten die bittersten Vorwürfe. Diese aber meinten, sie handelten ganz der Vorschrift des Apostels Paulus gemäß und spotteten mit all ihrer Geistesschärfe über die ängstliche Mönchsorthodoxie. So flog viele Monate lang ein herbes Wort nach dem anderen hin und wieder und selbst die Kanzel wurde dazu benutzt, um sich gegenseitig zu schmähen. Auch lag es klar zutage, dass die beiden Partien sich nur immer mehr erhitzten, je länger der Streit dauerte und von irgendeiner Nachgiebigkeit, sei es auf dieser, sei es auf jener Seite, war nie und nimmer die Rede. Da beschloss endlich der Dominikaner Morales, die Hilfe des Papstes in Anspruch zu nehmen und reiste sofort anno 1643 nach Rom ab, doch nicht ohne vorher die genauesten Belege über das große Ärgernis, welches die Söhne Loyolas der christlichen Kirche gäben, zu sammeln. Die Belege überreichte er sodann, nachdem er in Rom angekommen war, dem Heiligen Vater, ja, dem Antichristen Innozenz dem Zehnten, ja, dass die Antichristen sich dann auch noch unschuldig nennen. Innozent ist ja wohl der größte Witz, ne? Und machte zugleich eine solch eindringliche Schilderung von der Verwüstung des christlichen Altars in China, dass seine Heiligkeit ganz entrüstet wurde. Infolgedessen wurde eine eigene Kommission von Kardinälen mit der Prüfung der Sache beauftragt. Und da es sich aufs Unzweideutigste herausstellte, dass die Jesuiten im bittersten Unrecht seien, so erschien alsbald, und wir sprechen hier über 1644, ein päpstliches Dekret, in welchem den Patribus strengstens anbefohlen wurde, für die Zukunft keinerlei Überbleibsel von heidnischen Aberglauben, dieselben möchten auch noch so geringfügig oder unschuldig erscheinen, mehr zu dulden, sondern vielmehr die Satzungen der katholischen Kirche in ihrer ganzen Reinheit und in ihrer ganzen Vollständigkeit zu predigen. Mit diesem Dekret in der Tasche reiste der Pater Morales das Jahr darauf nach China zurück und publizierte es sofort mit triumphierender Miene, den Schwarzrücken von Jesuiten, indem er natürlich nicht anders glaubte, als dieselben würden sich in Demut dem Ausspruche des Heiligen Stuhls unterwerfen. Doch nicht nach der Bulle in Junctum Nobis, Morales. Allein hierin sollte er bitter getäuscht werden.
Allerdings zwar erklärten die Oberen des Ordens den Pater Mandarin in Peking, das ist dem Präsidenten des Tribunals der Mathematik an der Spitze, dass sie dem Papste in allem, wo sie könnten, Gehorsam leisten würden. Dagegen aber, setzten sie hinzu, walte hier offenbar päpstlicherseits ein Irrtum vor. Aha. Über welchen sie seine Heiligkeit eines Besseren zu unterrichten nicht ermangeln würden. Und einstweilen bis zum Austrag der Sache müsse natürlich alles im Status quo, das ist beim Alten bleiben. In der Tat schickten sie nun auch, übrigens nicht früher als 1654, ihren Mitbruder Martini mit den nötigen Instruktionen sowie insbesondere mit dem nötigen Geld nach Rom. Und seine Aufgabe war keine geringere, als das heilige Offizium samt dem Papste zu überzeugen, dass die Dominikaner aus Unwissenheit und dass die Dominikaner aus gehässigem Neide den Orden Jesu gelästert und verleumdet hätten. Gewiss eine schwere Aufgabe. Allein sie gelang dem klugen Pater Martini vollkommen. Denn einstweilen starb anno 1655 der Antichrist Papst Innozenz X. und sein Nachfolger, Antichrist Alexander VII., hatte eine solche Vorliebe für die Söhne Loyolas, dass er ihnen nichts, aber auch gar nichts abschlagen konnte. Der Pater Martini erhielt also einen äußerst günstigen Bescheid, und es wurde nicht nur das Dekret von Antichrist Innozenz X. aufgehoben, sondern auch dem Orden Jesu ausdrücklich gestattet, sich in einzelnen Gebräuchen den Chinesen zu akkommodieren. Überdem erwies der Papst den Dominikanern ihr Benehmen und sprach die Erwartung aus, dass sie in Zukunft die Jesuiten nicht mehr belästigen würden. Damit schien die Sache zugunsten der Söhne Loyolas abgemacht. Allein, sie war es durchaus noch nicht. Die beiden Orden, der Dominikaner und Kapuziner, fühlten sich nämlich durch den Entscheid des Papstes höchst beleidigt oder höchlich beleidigt und sammelten durch mehrere andere Mitglieder ihrer Orden, welche sie nach China sandten, abermals Belege über Belege, um das jesuitische Heidentum vor dem Forum der Öffentlichkeit zu beweisen. Die Jesuiten aber erwiesen sich auch nicht als faul, sondern nahmen in corpore an dem Streit teil, und es regnete nun von ihrer Seite so sehr mit Schmähschriften und Verletzungen und Verketzerungen ihrer Gegner, dass man bald gar nicht mehr unterscheiden konnte, was wahr oder falsch sei. Dazu kam noch, dass beide Parteien zu verschiedenen Malen nach Papst Alexanders Tode seine eigene Gesandtschaften nach Rom sandten, um von der päpstlichen Unfehlbarkeit einen neuen Rechtsspruch zu erlangen, so dass diese, die unfehlbare Kurie nämlich, sich nicht anders zu helfen wusste, als dass sie Dazu kam noch, dass beide Parteien zu verschiedenen Malen nach Papst Alexanders Tode eigene Gesandtschaften nach Rom sandten, um von der päpstlichen Unfehlbarkeit einen neuen Rechtsanspruch zu erlangen, so dass diese, die unfehlbare Kurie nämlich, also das ist die Kardinalsversammlung, die die Päpste bestimmt, sich nicht anders zu helfen wusste, als dass sie aus den gewieftesten Theologen ein Schiedsgericht ernannte, die sogenannte Kongregation zur Fortsetzung des wahren Glaubens, welche sich nun der Sache mit ungemeinem Eifer annahm. Trotzdem jedoch kam es weder unter den Päpsten Clemens IX. Und Clemens X. noch unter Innozenz XI. Und Alexander VIII. Zu einem vollgültigen Entscheid, und der Streit wütete also, dank dem jesuitischen Golde, welchen die gottgelehrten Kardinäle nicht widerstehen konnten, bis zum Jahre 1691 mit ganz ungeschwächter Kraft fort. Da bestieg mit dem genannten Jahre Innozenz XII. Den päpstlichen Thron, und dieser Antichrist, ein Mann von festem Willen, gab nach genauer Prüfung des Pro und Contra die Entscheidung, dass die Söhne Loyolas im vollsten Unrecht seien. Oh oh, dem sein Leben ist nicht, wird nicht wahrscheinlich noch viel lange dauern, hä? Huh?
Mit solchem Entscheid sandte er den Kardinal Karl Maigret als einen Vikar nach China, als seinen Vikar nach China, und Maigret verkündete daselbst sofort anno 1693, dass alle heidnischen Bräuche, welche Antichrist Papst Alexander der VII. Gestattet habe, bei schwerster kirchlicher Pöhn von nun an verboten seien. Namentlich dürfe der Heide Konfuzius nicht mehr als ein Gott verehrt werden, sondern wer dies tue, mache sich der höllischen Verdammnis teilhaftig, so wie noch über dem des päpstlichen Fluchs. Das war deutlich gesprochen. Und wenn's die Jesuiten mit ihrem vierten Gelübde, dem des unbedingten Gehorsams gegen den Heiligen Stuhl, nur halbwegs ernst meinten, so musste der Streit jetzt ein Ende haben. Doch weit gefehlt! Die in China residierenden Söhne Loyolas setzten vielmehr der Bekanntmachung des päpstlichen Vikars eine andere entgegen, in welcher sie sein Verfahren ketzerisch, gottlos, unklug, erschlichen nannten, und damit noch nicht einmal zufrieden verfluchten sie ihn von den Kanzeln herab als einen Betrüger, der sich fälschlich für einen Gesandten des Papstes ausgäbe. Schließlich wandten sie sich an den Hof von Peking, an dem sie, wie wir von früher wissen, alles galten, und ruhten nicht, als bis Maigret förmlich aus dem ganzen himmlischen Reiche verwiesen, nach Goa in Ostindien flüchtete, von wo aus er dem Papst über die jesuitischen Gewalttaten Bericht erstattete. Was war nun aber die Folge dieser Gewalttaten? Ließ jetzt vielleicht Antichrist Innozenz XII. An den europäischen Jesuiten seinen gerechten Zorn aus? Und forderte Innozenz XII. Den General derselben Gesellschaft in Rom zur Rechenschaft? Oh nein, das tat er nicht, denn die Höfe von Madrid und Paris, an denen die Söhne Loyolas damals allmächtig waren, mischten sich sofort in den Streit und hielten seine Heiligkeit von allen Gewaltmaßregeln zurück. Ja, so parteiisch erwiesen sich diese Höfe, dass sie alle Schriften, welche in der besagten Angelegenheit von den jesuitischen Gegnern herausgegeben wurden, öffentlich durch Henkers Hand verbrennen ließen, während die Söhne Loyolas selbst volle Freiheit hatten, ihre Widersacher mit Hohn, Spott und Schimpf zu bewerfen. So vergingen damals verschiedene Jahre, ohne dass der schimpfliche Kampf zu Ende gebracht worden wäre. Da entschloss sich endlich Antichrist Papst Clemens XI., welcher anno 1700 die Tiara empfing, unter allen Umständen zu tun, was rechtens sei, und nötigenfalls selbst seine päpstliche Allmacht in Anwendung zu bringen. Somit sandte er im Jahre 1702 den Titularbischof von Antiochien und damaligen Kardinal Karl Thomas Maillard von Tournon in der Eigenschaft eines Nuntius a Latere, also eines lateinischen Nuntius-Vertreters, mit den ausgedehntesten Vollmachten von Goa nach China, um an der Quelle dem Ursprung des unseligen Zwistes nachzuforschen und nach Erfordernis der Umstände zu verfahren. Namentlich aber ermächtigte er ihn auch, die im chinesischen Christentum bis jetzt eingeführt gewesenen heidnischen Gebräuche entweder zu billigen oder zu verdammen. Zu verdammen, wenn sie durchaus unchristlich waren, zu billigen, wenn sie mit dem Christentum ohne allzu großen Anstoß in Übereinstimmung gebracht werden könnten. Kompromiss, meine Lieben. Hier sehen wir wieder die katholische typische Politik, dass sie sich einschleichen wie Wölfe in Schafspelzen und dass sie ein Geständnis zulassen, zu ihrer Religion, zu ihren Religionsdogmen, solange es ihnen von Vorteil dient. Denn der Zweck heiligt die Mittel. Und genau das erleben wir jetzt hier gerade, wo wir es gerade lesen. Ja? Genau das ist das. Kompromisse. Ja? Der neu ernannte Nuntius soll die heidnischen Gebräuche im Christentum entweder zulassen, also billigen, oder verdammen. Verdammen, wenn sie absolut durchaus unchristlich waren, aber zu billigen, wenn sie mit dem Christentum ohne allzu großen Anstoß in Übereinstimmung gebracht werden könnten.
Jedermann lobte diese Wahl des Papstes, denn man wusste zwar von Tournon, dass er von jeher ein großer Freund und Gönner des Ordens Jesu gewesen sei. Allein es war nicht minder bekannt, dass ihm die Reinheit der christlichen Glaubenslehre und die Ehre des päpstlichen Stuhls unendlich am Herzen liege, sowie auch, dass seine Redlichkeit noch immer jedem Versuch der Bestechung widerstanden habe. Umso sicherer rechnete man also darauf, dass er mit größter Unparteilichkeit zu Werke gehen werde. Und das war auch der Grund, weshalb ihm der Papst diesen hochwichtigen Posten anvertraute. Doch sei dem, wie ihm wolle, Tournon reiste nach China ab und wurde da selbst von den Söhnen Loyolas auf eine fast mehr als zuvorkommende Weise aufgenommen. Auch änderten sie dieses Betragen gegen ihn lange Zeit hindurch nicht im geringsten, sondern taten vielmehr alles, um ihn zu gewinnen, schmeicheln. Und er selbst legte oft und viel die ungeheuchelsten Merkmale seiner Anhänglichkeit an den Orden Jesu und dessen Interessen an den Tag. So wie er jedoch nach jahrelanger sorgfältiger Prüfung ausfand, dass das jesuitisch-chinesische Christentum nichts sei als ein mit etwelchen römisch-kirchlichen Floskeln ausgeschmücktes Heidentum, und so wie er infolgedessen daran ging, solchen Gräuel gründlichst zu steuern, also beizusteuern, da warfen die Söhne Loyolas auf einmal die Maske ab. Die Wölfe in Schafskleidung werfen auf einmal die Maske der Schafskleidung ab und zeigen ihr wahres Gesicht und wurden aus bisherigen untertänigen Freunden seine erbittersten, gehässigsten Feinde. Nunmehr gab es keinen Fehler, den sie ihm nicht andichteten, und die der Ketzerei und Ungläubigkeit waren noch die geringsten. Als er aber trotz alledem fest darauf beharrte, das chinesische Christentum so sehr wider ihn auf, das chinesische Christentum als heidnisch und gottlos zu verdammen, brachten sie den Kaiser so sehr wider ihn auf, dass derselbe den frommen Eiferer anno 1710 mit Gewalt nach Macau ins dortige Jesuitenkollegium bringen ließ, und allda machten sich sofort die Söhne Loyolas zu seinen Wächtern und Kerkermeistern. Tja, nicht genug hieran, sondern um es ganz unmöglich zu machen, dass er nach Europa zurückkehrte und den Papst nebst der ganzen Christenheit über das Treiben des Ordens in China aufklärte, reichten sie ihm in einer Tasse Schokolade ein tödliches Gift und schafften sich so mit Gewalt diesen äußerst gefährlichen Gegner vom Halse. In einer Fußnote sagt uns der Autor, das Nähere hierüber ist nachzulesen in Mémoire historique présenté en 1724 au souverain pontife Benoît XIV sur les missions des pères jésuites aux Indes orientales par R.P. Norbert. Mit anderen Worten, der Titel ist die historischen Memoiren, die präsentiert wurden 1724 an den souveränen Pontiff, also Papst Benedikt den 14. über die Mission der Pater Jesuiten in Indien und im Orient. Band 3 auf Seite 99 bis 148. Dort stehen nämlich die urkundlichen Beweise, urkundliche Beweise, geliefert von dem Chorherren Angelika von St. Peter in Carcere, welcher als Augenzeuge dabei war, wie man dem Kardinal die vergiftete Schokolade reichte. Wieder mal ein wichtiger Punkt, den ich finde, dass wir merken, dass der Autor sein Buch, das er hier schreibt, mit wahnsinnig vielen, über alle Zweifel erhabenen Brunnen bestätigt. Die niedergeschriebenen Augenzeugeberichte in einem Buch über die historischen Memoiren des Papstes Benedikt des 14. Wer will das als eine seriöse Quelle anfechten? Welcher Katholik traut sich, wenn er dieses Video hört oder wenn er dasselbe mitliest, noch zu sagen, der Papst ist mein Hirte? Da sollte man mal drüber nachdenken.
Nicht viel besser, fährt der Autor fort, erging es dem Nuntius Karl Ambros von Mezzabarda, welchen Antichrist Clemens XI. Anno 1719 als seinen Bevollmächtigten nach China sandte. Denn die Jesuiten brachten sofort dem Kaiser Kang He die Ansicht bei, dass es im höchsten Grade unpassend wäre, eine fremde europäische Macht, sei es auch die des Papstes, irgendeine Gerichtsbarkeit im himmlischen Reiche ausüben zu lassen. Und somit musste Mezzabarba, nachdem er höchsten Orts 5 Audienzen gehabt hatte, nicht nur gänzlich unverrichtete Dinge wieder abziehen, sondern der Kaiser legte ihm sogar ins Gesicht, dass die Päpste mit ihren sich selbst widersprechenden Dekreten nur Hass und Verwirrung unter die chinesischen Christen brächten. Aus diesem Grunde verbat er sich auch jede fernere Einmischung der römischen Kurie in chinesische Angelegenheiten. Und noch weiter ging sein Nachfolger Yongqing, welcher mit Ausnahme der Söhne Loyolas, die sich als Mathematiker und Kalendermacher dem Staate nützlich erwiesen, alle christlichen Missionäre über die Grenzen seines Reiches bringen ließ. Er wolle Ruhe haben in seinen Landen, sagte er. Und durch die Dominikaner und Kapuziner, so wie die Missionäre sonst hießen, seien bis jetzt nur Unruhen gekommen. Über dem scheine es die Absicht der nicht-jesuitischen Mönche zu sein, aus den Chinesen Europäer zu machen. Und diese Absicht müsse er natürlich strengstens entgegentreten. So blieb China von nun an den Söhnen Loyolas allein überlassen. Und diese hielten sich auch bis auf die neueren Zeiten, wie denn zum Beispiel der Pater Hallerstein, ein Schwabe, noch im Jahre 1780 als Mandarin und Präsident des großen mathematischen Tribunals in Peking tätig war. Tja, da sollte man auch mal eben drüber nachdenken, was der Autor hier sagt. Die Jesuiten wurden aus China niemals herausgeworfen, im Gegensatz zu Japan, wie wir ja im ersten Buch gelesen hatten. Und durch die Revolution mit Mao Zedong an die Macht zu bringen in China, sind die Jesuiten auch heute noch da ein ganz wichtiger Faktor. Nun, das sage ich vor allem im Hinblick auf, dass ihr ja wisst, dass die Lesung von Romanismus und die Reformation läuft. Und wir da ja gesehen hatten, dass es ja diesen Streit gibt zwischen der chinesischen Regierung und dem Vatikan um die Ernennung der Bischöfe. Ja? Wir hatten ja da gesprochen in Romanismus und die Reformation über den Gang nach Canossa, wo König Heinrich IV. Beim Papst zu Kreuze kroch, weil er eben exkommuniziert wurde, nachdem er sich das angemaßt hatte, selber Bischöfe zu ernennen und diese Bischöfe natürlich nicht den Treueeid gegenüber dem Papst zu erfüllen hatten, sondern den Treueeid gegenüber dem deutschen Kaiserreich. Und daraufhin hat ihn ja dann der Papst exkommuniziert und er ist auf diesen Gang nach Canossa gegangen, um Gnade zu bitten. Das hatten wir ja gelesen und wir hatten dann weiter gelesen, dass eben heute genau dieser selbe Streit entbrennt, da könnt ihr ja auch gerne mal im Internet selbst nachschauen, dass China dasselbe tut. China ernannte in der Vergangenheit selber Bischöfe, ohne dass die von Rom ihre Genehmigung hatten oder ihr Go hatten, ja, ihre Order hatten zu funktionieren. Da hat die chinesische Regierung eigenmächtig gehandelt. Und das tut sie natürlich nur, weil die chinesische Regierung immer noch unter jesuitischem Einfluss ist. Ja, Rom ist auch unter jesuitischem Einfluss, aber wir wissen aus dem Eid der Jesuiten, der hier auch schon Erwähnung fand in der Lesung heute, dass die Jesuiten immer beide Seiten bespielen. Immer beide Seiten. Vergesst das nie. Die ganze Welt ist ein Theater. Und das Theater, das gespielt wird, ist das Theater der neuen Weltordnung. Das ist das Theater, das die Jesuiten und Rom ein Theater spielen, das die 70. Jahrwoche von Daniel noch nicht erfüllt ist und dass sie uns einen anderen Antichristen präsentieren werden, als den die Bibel uns präsentiert. Ja? In der Bibel, im Buch von Daniel, wurde gesprochen über den Messias.
Und nachdem der Messias kommt, wird der Antichrist offenbart. Unter anderem, wie wir lesen im 2. Thessaloniker Kapitel 2. Im antichristlichen Theater, Studiorum, das wir hier anschauen, ist es genau umgekehrt. Da wird erst der Antichrist offenbart und dann der Christ. Nur, dass der Christ nicht der Jesus Christus der Bibel ist, sondern der Stellvertreter Christi hier auf Erden. Ein anderer Christ. Ein anderes Evangelium. Und dafür spielen die Jesuiten immer beide Seiten, auch mit China und Rom. Heute, 2018, ganz genauso wie damals. Es ist also wichtig zu verstehen, dass die Jesuiten niemals ihre Macht in China verloren hatten, so wie sie sie in Japan zum Beispiel eine Zeit lang verloren hatten. Das wollte ich nur mal kurz eben erwähnen, bevor wir weitergehen in der Buchlesung hier. Also, so blieb China von nun an den Söhnen Loyolas allein überlassen. Also die anderen Orden, Benediktiner, Franziskaner, Augustiner, wie sie alle hießen, hielten sich raus, und die Söhne Loyolas hielten sich bis auf diese neueren Zeiten, also hier im Mitte des 19. Jahrhunderts, wie denn zum Beispiel der Pater Hallerstein, ein Schwabe, noch im Jahre 1780 als Mandarin und Präsident des großen mathematischen Tribunals in Peking tätig war. Das war 18. Jahrhundert, und der Griesinger sagt ja auch nichts davon, dass sie Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft waren. Und sie sind es bis heute, in 2018, nicht. Das sage ich euch dazu. Man kann sich nun wohl denken, fährt der Autor fort und sagt, dass die Söhne Loyolas durch dieses ihr Gebaren in China sich die Dominikaner und Kapuziner zu Todfeinden machten. Und ebenso selbstverständlich ist, dass diese Letzteren von nun an jede Gelegenheit, dem Orden Jesu zu schaden und seine gottlose Unchristlichkeit sowie seine alles Maß übersteigende Gewalttätigkeit der Welt darzulegen, mit der herzsinnigsten Freude ergriffen. Ja? Auch gelang ihnen dieser ihr Zweck bei dem einen großen Teil der Christenheit, und man fing an, die Jesuiten als Leute zu betrachten, welche jeden zu Tode hetzten, der ihnen in ihren Missionen im Wege stand oder ihnen sich gar zu widersetzen wagte. Wohl wehrten sich die Herren Patres aufs Wärmste gegen eine solche Insinuation, also Unterstellung, oder, wie sie sich ausdrückten, Verleumdung. Allein mit jedem Schiffe, das aus Asien kam, erfuhr man neue Tatsachen, welche die Behauptungen der Dominikaner und Kapuziner vollkommen bestätigten. Und schließlich erfuhr man auch von den Missionen in Amerika ganz dasselbe. Also hier geht es dann um die Reduktionen in Paraguay. Ja, nicht Nordamerika, sondern Südamerika. Ja, die Grausamkeit, mit der sie gegen die Bischöfe Cardenas und Palacios in der neuen Welt, in der neuen Welt verfuhren, überstieg sogar noch ihre im Kampfe gegen den Kardinal Tournon bewiesene Niederträchtigkeit. Und ich kann daher nicht umhin, von diesen beiden Angelegenheiten wenigstens einen kurzen Bericht abzustatten. Im Jahre 1641 ernannte der Papst, Im Jahre 1641 ernannte der Papst den Franziskanerpriester Bernardin de Cardenas zum Bischofe von Paraguay mit dem Sitze in Assumption, und derselbe bekleidete diese Stelle 3 Jahre lang ganz unbehelligt. Da ließ er sich anno 1644 dahin vernehmen, dass es seine Absicht sei, die Pfarreien in der Provinz Parana und Uruguay, in welchen die Jesuiten, wie wir wissen, die Herren spielten, zu visitieren. Und nun fingen die Söhne Loyolas, trotzdem der Bischof zu einer solchen Visitation nicht bloß befugt, sondern sogar verpflichtet war, auf einmal einen Höllenspektakel an. Es war ihnen nämlich ungemein viel daran gelegen, vor Gott und der Welt ihr Treiben in ihrem Königreiche Paraguay verborgen zu halten und weder von ihrem Handel noch von ihrer staatlichen Verfassung daselbst etwas verlauten zu lassen. Darum versuchten sie es im Anfang durch Schmeichelreden und durch Bestechung, den Bischof von seinem Vorhaben abzubringen. Wie dieser aber fest dabei blieb, bestritten sie sofort sein Recht auf die bischöfliche Macht, indem sie laut von allen Kanzeln herab verkündigten, Cardenas habe sich die besagte Würde auf gewalttätige Weise zugeeignet und man sei ihm daher keinen Gehorsam schuldig.
Hiermit jedoch war der Bischof noch nicht unschädlich gemacht, sondern dies konnte nur mit der Beihilfe der weltlichen Macht geschehen. Und somit versuchten sie es nun, dem spanischen Gouverneur von Asunción mit Namen Don Gregorio de Hinstroa, Don Gregorio de Hintrosa auf ihre Seite zu bringen. Es gelang ihnen mit Hilfe von 30.000 Talern in Gold. Und die Folge war, dass der Gouverneur den Bischof als einen Usurpator mit Gewalt auf seinen Rachen bringen ließ, auf welchem derselbe dem Spiel des Windes und der Strömung überlassen über 80 Meilen weit bis nach Corrientes auf dem Paraguay-Flusse hinabschwamm. Hier blieb Cárdenas verschiedene Jahre lang, natürlich aber nicht, ohne bei der königlichen Regierung von La Plata die nötigen Schritte zu einer Wiedereinsetzung zu tun. Diese Behörde gab auch wirklich anno 1646 die Entscheidung, dass Cárdenas der rechtmäßige Bischof von Asunción und Paraguay sei, weil aber sein Wiedererscheinen da selbst, wo die Jesuiten gewissermaßen allmächtig waren, zu bedauerlichen Auftritten führen könnte, so trug man ihm den Bischofssitz von Popayán an und bat ihn, sich in kürzester Bälde dahin zu verfügen. Hierauf ging Cárdenas nicht ein, denn Popayán lag mindestens 1000 spanische Meilen von Asunción entfernt. Und in dem hohen Alter, in welchem der Bischof stand, konnte eine solche Reise leicht gefährlich für ihn werden. Er zog es also vor, in Corrientes zu bleiben und von neuem darauf zu dringen, dass ihm sein Recht werde, also den Besuch noch immer zu machen, die Visitation. Letzteres geschah endlich im Jahr 1648, in welchem der bisherige Gouverneur von Asunción, Don Gregorio de Hintrosa, abberufen und durch Don Diego Escobar de Osorio ersetzt wurde. Auf dieses hin reiste Don Bernardín de Cárdenas augenblicklich nach Asunción ab und wurde dort von dem neuen Gouverneur nicht nur sehr freundlich empfangen, sondern auch augenblicklich in sein Bistum eingesetzt. Der Streit schien also nun für immer entschieden, allein erschien es auch nur. Die Söhne Loyolas hatten nämlich damals am spanischen Hofe einen solchen enormen Einfluss, dass kein königlicher Diener es wagen durfte, ungestraft und ungekränkt dem Interesse ihres Ordens entgegenzutreten. Im Gegenteil, so wie er dies tat, durfte er gewiss sein, dass die in Madrid das Ohr des Königs beherrschenden Brüder nicht eher ruhen würden, als bis er gestürzt war. Und Don Diego de Osorio musste also fürchten, dass es ihm nicht besser gehen werde, wenn er fortfahre, den Cárdenas auf Kosten der Söhne Loyolas zu begünstigen. Infolgedessen trat er schon nach kurzem offen ins jesuitische Lager über und das alte, schlimme Spiel nahm von neuem seinen Anfang. Ja, es kam so weit, dass der Bischof von den Söhnen Loyolas mit Don Osorios Gutheißung 15 Tage lang in seiner eigenen Kirche buchstäblich belagert wurde und um ein kleines dem Hungertod überliefert worden wäre. Da starb Don Osorio plötzlich eines jähen Todes und nun nahm alles eine andere Wendung. Weil nämlich Cárdenas beim Volke der Asunción sehr beliebt war und die meisten Bürger das gewalttätige Vorgehen der Jesuiten höchste missbilligten, entstand mit Don Osorios Tod eine Art von Revolution, ja, ein Machtvakuum, und daraus kommt dann die Revolution, und das Resultat desselben war, dass Cárdenas in einer großen Versammlung auf so lange zum Gouverneur und Generalkapitän ausgerufen wurde, bis der König von Spanien einen neuen ernannt haben würde. Also, Cárdenas wird so lange Gouverneur und Generalkapitän dort in Asunción bleiben, bis der König von Spanien einen neuen ernannt haben würde. Natürlich strengten sich die Söhne Loyolas aufs Äußerste an, solche Wahl zu hintertreiben. Allein sie hatten sich bereits allzu verhasst gemacht, als dass ihnen dies gelungen wäre. Und somit trat Cárdenas sein neues Amt, welches die weltliche und geistige Gewalt über Paraguay in seinen Händen vereinigte, ungehindert an. Damit war es übrigens noch nicht genug, sondern die Bürger der Stadt traten sofort klagend gegen den Orden Jesu auf und verlangten, dass die Herren Patres als unruhige Köpfe, welche stets zu Zank und Verwirrung in die Gemeinde gebracht hätten, aus Asunción ausgewiesen würden.
Das Verlangen war ein gerechtes, und der Bischof-Gouverneur entsprach daher demselben, indem er am 6. März 1649 die guten Väter aufforderte, die Stadt zu verlassen. Da sie aber nicht nur nicht gehorchten, sondern sich sogar in ihrem Kollegium verschanzten, so drang Don Villasanti, der Leutnant des Bischof-Gouverneurs, mit Gewalt ein und brachte sie auf ein Schiff, das mit ihnen nach Corrientes hinabfuhr. Jetzt also hatten sie das Brot der Verbannung zu essen, wie das Jahr zuvor Don Bernardin von Cardenas. Allein sie aßen es nicht so geduldig. Vielmehr sammelten sie unverzüglich in ihren Reduktionen ein Heer von 4000 Indianern, stellten den Don Sebastian de Leon, einen ihnen durchaus ergebenen Offizier, welchen sie zugleich zum provisorischen Gouverneur von Asunción ernannten, an deren Spitze, und rückten sofort gegen die Stadt vor, um sich ihrer mit Gewalt zu bemächtigen. Letzteres gelang nach einem fast unblutigen Kampfe. Der Bischof Cardenas aber verteidigte sich hartnäckig 10 Tage lang in seiner wohlbefestigten Kirche, und diese musste förmlich erstürmt werden, ehe er sich ergab. So wie sich übrigens die schwarze Kohorte seiner bemächtigt hatte, warf man ihn zuerst in einen finsteren unterirdischen Kerker, wo er fast verfaulte, und brachte ihn dann auf einem elenden Rachen nach Santa Fe, 200 Meilen von Assumption. Abermals hatten also die Jesuiten den Sieg errungen, und abermals sah sich Cardenas seiner Würden und Ehren beraubt. Er wandte sich sofort wieder an die königliche Regierung zu La Plata, um von ihr Gerechtigkeit zu erlangen, und reiste im Jahr 1651 selbst dahin, damit seine Sache umso schneller erledigt würde. Allein, als man ihn von einem Monat, ja sogar von einem Jahr zum anderen hinzog, ohne irgendetwas für ihn zu tun, da merkte er endlich, dass die Söhne Loyolas die meisten Mitglieder der Regierung bestochen hatten. Und nunmehr entschloss er sich selbst, nach Europa zu reisen, um persönlich am spanischen und römischen Hofe Gerechtigkeit zu verlangen. Gesagt, getan. Aber die Jesuiten blieben auch nicht müßig. Nein, sie erfanden vielmehr ihren Mitbruder, den Pater Pedraza, an der Spitze, eine solche Menge von Verleumdungen, Lästerungen, Lügen und Fälschungen, dass man hätte glauben können, der Bischof Bernardin von Cardenas sei der allerärgste Bösewicht von der Welt, welcher von Anfang an keine anderen Absichten gehabt habe, als den tugendhaft unschuldigen Söhnen Loyolas so viel Übles als möglich zuzufügen. Doch Cardenas brachte die gerichtlichen Akten mit denen er die Wahrheit seiner Aussagen bewies, und so gelang es ihm trotz aller jesuitischen Kniffe und Kunststücke schließlich, die Oberhand über seine Feinde zu erhalten. Mit anderen Worten, der Hof von Madrid ließ ihm Gerechtigkeit widerfahren und setzte ihn wieder in alle Ehren und Würden ein, deren er von den Söhnen Loyolas beraubt worden war. Der Papst Alexander der VII. Aber ging noch weiter und verwies dem Orden Jesu seine böswilligen Machinationen als ein grobes Ärgernis, das er gegeben. Was nützte übrigens nun den alten Cardenas dieser günstige Entscheid? Er starb nur wenige Monate nach Erhalt desselben, und so fand er nicht einmal mehr Zeit, von seinem Bistum zum dritten Male Besitz zu nehmen. Und dann lernen wir von einem dritten Teil. Aber das wird dann für eine nächste Lesung sein, weil wir sind bei einer knappen Stunde angekommen, und das war eine ganze Menge scharfen Tobak, den wir heute haben schlucken müssen. Eine ganze Menge Informationen, wieder mal über die ganze Welt verteilt. Wir haben gelesen von Indien, weil Goa war oder erwähnt, wir haben gelesen von China, wir haben gelesen von Spanien, wir haben gelesen von Paraguay, Südamerika wieder mal. Wie allumfassend die Jesuiten es immer wieder schaffen, wenn sie selber von irgendetwas angeklagt werden, genau diese Klage 180 Grad umzudrehen und ihre Ankläger desselben anzuklagen, dessen sie angeklagt sind. Und wer da jetzt nicht mittlerweile ein Patron sieht, nachdem ich die Lesung ja gemacht hatte von Tony Alamo Ministries und Waco, wo es ganz genau dasselbe war. Und wenn wir jetzt immer noch nicht begriffen haben, dass die Jesuiten das heute auch noch so machen mit all diesen Leuten, die sie in der Öffentlichkeit verleumden,
dass sie die Leute dessen anklagen, dessen sie angeklagt sind eigentlich. Das ist genau dieselbe Politik der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche hat einen Pädophilie-Skandal und das schon seit Jahrhunderten. Und sie hat einen Sodomie-Skandal, das auch schon seit Jahrhunderten, der begründet ist hauptsächlich in einerseits dieses, wie sagt man das, das nicht das Zölibat, weil das ist ja nur, dass sie nicht heiraten, aber eben von Chastity, der Enthaltsamkeit, ja, diesen Schwur der Enthaltsamkeit bringen, den kein Mensch halten kann, ja, und der Missachtung des zweiten Gebotes, sich keine Abbilder zu machen, das ist für die Sodomie, und der Enthaltsamkeit, das ist für ihre sexuelle Unreinheitsaktionen, nenne ich es mal, wie wir ja gelesen hatten, unter anderem auch den Fall der Witwe Cadière oder der Jungfrau Cadière, wie ich eben aus Codewort Babylon am Anfang erwähnt hatte, oder auch andere sexuelle Handlungen, die die Jesuiten immer unternommen haben, da hatten wir ja auch in diesem Buch reichlich drüber gesprochen. Da haben sie solch eine Geschichte mit und sie schaffen es immer wieder in der Öffentlichkeit, andere Leute, nämlich diejenigen, die den Jesuiten schaden wollen, die sie aufdecken wollen, genau diese Laster anzuhängen. Ja? Und das ist eine Politik, die die Jesuiten ihr Leben lang betrieben haben und dass sie weiterhin ihr Leben lang betreiben werden. Man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn Leute, die im Grunde den Jesuiten negativ gegenüberstehen, auf einmal von irgendwelchen solchen Sachen angeklagt werden. Da steht meistens dahinter, dass die Recht und die Jesuiten Unrecht haben. Wer aber am meisten Recht hat, wer immer Recht hat, wer niemals Unrecht hat, das ist unser Herr Jesus Christus, unser Vater im Himmel. Und der offenbart sich uns durch die Bibel. Und ich habe, obwohl ich auf Firefox die Bibelseite vorbereitet habe, hier, wie ihr sehen könnt, naja, im Kleinen hier, ich habe die Bibel nicht gebraucht bei dieser Lesung. Und das ist bei Griesinger ja auch nicht ungewöhnlich. Aber trotzdem möchte ich damit abschließen mit dem mit der dringenden Versuchung an euch, erstens an erster Stelle die Bibel zu lesen und zu verstehen und aus der Bibel heraus die Prophezeiungen zu verstehen. Die Prophezeiungen, die Gott darin niedergeschrieben hat und in denen er damals, also in der Vergangenheit heute, die Zukunft vorhergesagt hat. Und wir heute in 2018 die Geschichte haben, um zurückzugucken und die Erfüllung dieser Prophezeiungen in der Geschichte zu sehen. Wenn wir die wahre Geschichte studieren und wenn wir hauptsächlich erstmal die Bibel studieren. Und deswegen, lest eure Bibel. Sie ist das wichtigste Buch in eurem Leben. Die Gebrauchsanweisung eures Schöpfers durch das Leben. Lest die Bibel, glaubt die Bibel, lernt die Bibel, lebt die Bibel und ihr werdet in Jesus Christus leben und selig werden. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.